Nun, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück bei Victoria 3. Mit Österreich. Yay! Gerade eben habe ich gesehen, Österreich hat einen schlechten Marktzugang. Das heißt, wenn hier Railway spawn. Drei Stück. Und werden das auch gleich. Und zwei Peaches schon. Das kann ich auch ganz aufsetzen. So, alle beide. Mal ganz vorne. Oh, da wollte ich. Okay. Perfekt, so. Das machen wir weiter. Lassen wir das Spiel mal ein wenig laufen. Das können wir wegtun. Was? Die importieren unsere Werkzeuge? Nein! Unproductive Trade Routes. Die will ich eigentlich nicht aufhören, weil in Wirklichkeit das ist nur sehr wenig unproductive. Die will ich auf einen Wert von 50 kriegen. Inactive. Die können wir wegnehmen. Wir machen gutes Geld und wir haben 18 States in Turmoil. Ja, okay. Also in dem ersten Spiel, wo ich mit Österreich gespielt habe, das ich nicht aufgenommen habe, habe ich natürlich so gemacht, wie das Spiel denkt, dass gut ist. Ich habe auch sehr stark liberal gespielt, habe Österreich sehr stark liberalisiert und ich hatte keinen Turmoil. Allerdings hatte ich auch hier überall große Städte. Das heißt, ich habe einfach überall Fabriken gebaut. Und jetzt habe ich die Fabriken praktisch ausschließlich in diesem Bereich gemacht. Österreich, Böhmen, Schlesien, Mähren. Mähren ist schon relativ kleines mit Urban Centers vor. Steiermark. Die sind so voll, dass sie gar keine Leute mehr zur Verfügung haben. Venedig. Schon ziemlich voll. Lombardei eher so mäßig voll. Tirol und Südtirol sind nicht wirklich voll, weil dort gibt es keine Leute. Das war's. Also unsere, Istrien, Kroatien und Dalmatien haben wir auch noch relativ viel abgekriegt, vor allem Dalmatien mit den Powerplants. Also die werden quasi das gesamte Land erhellen, könnte man sagen. Schauen wir mal. Gut, ich glaube, wie ich das letzte Mal aufgehört habe, habe ich noch geschaut, da gibt es im Journal Established the Photographic Arts. Das werden wir jetzt machen. Dazu müssen wir unsere Kunstakademie auf Fotografie umstellen. Macht auch Services schon. So. Da wir voll beschäftigt sind und volle Cash Reserves haben, sollte es sofort kommen. Ja, und da ist es. So, Captured Light and Shadow. The interest in photographic art throughout Austria has spawned many new artistic movements. Experimenting with the technology. This should be the new tool of news reports everywhere, plus 20% technology spread for society. That's cool. It should be used to capture the beauty of Austria, plus 25% migration attraction. Nicht schlecht in Österreich. Oder we should put our efforts towards making these pictures come alive. Filmen. Ich bin tatsächlich dafür, dass wir den Technology Spread nehmen. Also den passiven
Technology-Dings. Echt jetzt? Schon wieder? Spinnst du bei der Sizilien? Hast du sie nicht mehr alle? Italian Leadership? Was ist Italian Leadership? Forced to Sicily to renounce their ambitions to unify Italy. Das finde ich gut. Wir müssen auf jeden Fall auf der sardinischen Seite einsteigen. Wir wollen Italien auf keinen Fall gegründet haben. Schauen wir mal, ob sie uns was anbieten. Ich weiß nicht, im letzten Spiel haben sie einfach aufgegeben, obwohl wir ihnen geholfen haben, was natürlich mies war, weil dadurch haben sie Italien einfach gegründet bei der Sizilien, was ich nicht richtig fand. Also wir müssen vielleicht relativ schnell zugreifen auf den Konflikt, damit wir da recht bald einschreiten können. Wieso haben wir minus 328? Wieso sind unsere Aristokraten schon wieder unglücklich mit uns? Was haben wir euch getan? Wieso seid ihr nur auf plus 4? Weil wir zu viele Radikale haben, echt jetzt? Naja, okay. Rural Folk mag uns wirklich nicht. Warum seid ihr unhappy? Hallo? Ja, die minus 3 und dann noch einmal minus 2 von dem. Ist natürlich unhappy. Deswegen wollen sie auch Agrarianism reinhauen. Sollen wir ein wenig Zeit lassen, uns was anzubieten? Komm schon, Sardinien, biet mir was an. Ich will eh mitmachen. Irgendeine Kleinigkeit. Komm schon, komm schon, komm schon, du kannst es. Einen Teil von bei der Sizilien oder keine Ahnung. Eine Obligation. Increasing Export Value completed. Yay! Das heißt, wir können wieder Dings bauen. Außerdem können wir Engine Route aufgeben. Die auch. Wird gleich einmal billiger. Engines. Mehr Engines. Aber bei der Hälfte sind, dann gehe ich automatisch dazu. Komm schon, biet uns was an, Sardinien. Nein? Ich hasse euch so sehr. Na gut,
Two Sicilies backs down. Yay. Finde ich gut. So, wir machen so viel Gewinn, wir sollten unsere... Ah, was wir machen könnten, rein theoretisch, ist die nächste Technologie im Society, glaube ich, hier setzen. Steel Frame Buildings macht die Construction aber viel besser. Machen wir es nach den Ironclads. Das ist eine gute Idee. Aber trotzdem Stufe noch eine Konstruktionsfirma dazu hauen. Ich weiß nicht. Haben wir noch eine dazu, was soll. Und drauf noch. Silk Route cancelled. Okay, endet der Bargo with this. Oh, was wollen wir jetzt? Einen Strong Market? Was ist das? Current game date is greater than 1935. The GDP of Austria is greater than 395 millions. Warte mal, bis zum Ende des Spiels muss ich 359 Millionen Pfund BIP haben. Das ist ja lächerlich. Das schaffen wir ja vorher schon. Bin ich mir ziemlich sicher. Has come to establish ourselves as the largest and most powerful market on the globe. Ändert sich das vielleicht, je nachdem, kann es sein, dass das größte GDP ist nicht 359 derzeit. Interessant. Unser Bruttoinlandsprodukt wächst schneller als von den meisten anderen. Great Britain werden wir bald überholt haben. Qing mit ziemlicher Sicherheit auch. Die einzigen, die wahrscheinlich vor mir sein werden, noch lange sind Frankreich. Die sind definitiv die stärksten Industrialisierer hier. Ich meine, Preußen ist so lächerlich im Vergleich zu uns. Die haben so viel eines auf den Deckel gekriegt bis jetzt. Sind nur noch 13. Oh, sie sind nur noch eine Minor Power. Schau dir was an. Das ist interessant. Wenn sie eine Minor Power sind, müsste ich eigentlich das Achievement gekriegt haben. Es gibt ein Achievement, wenn du Österreich spielst, wenn du Schlesien hältst und Preußen nur noch eine Minor Power ist, dann bekommst du ein... Keine Ahnung, ob ich das gekriegt habe oder nicht. Wir könnten sie aber jetzt puppeten. Kostet 109 Infamy. Russland würde uns helfen. Finde ich cool. Wir könnten das wirklich machen. Ich meine, die Infamie ist riesig. Aber stellt euch das mal vor, wir haben Preußen als Puppet. Wenn wir Preußen als Puppet haben, würden wir Deutschland vereinen können, einfach so. Das wäre dann quasi keine Arbeit mehr. Weil die meisten sowieso mich unterstützen bereits. Nicht kalt, wo war das? Wo
was culture? Nation Formation, ja. Ich meine, Bayern, Baden und Anhalt unterstützen uns sowieso. Und einige andere auch. Schleswig, Lübeck und Holstein unterstützen uns auch. Aber eigentlich will ich nicht Deutschland gründen. Großbritannien, Russland und Frankreich würden sich auf unsere Seite stellen. Und nur Preußen wäre auf der gegnerischen Seite. Auch praktisch alle deutschen Kleinstaaten würden sich uns anschließen. Das ist quasi das, was die bei der Sizilien gerade in Italien versucht hat. Die einzigen, die nicht unbedingt mitmachen würden, wären Skandinavien, Niederlande. Na gut, die sind uns eh wurscht. Frankreich, Russland, Großbritannien wären eher auf unserer Seite. Und Sachsen-Meiningen auch. Was passiert, wenn ich das drücke? Sollen wir Deutschland gründen? Wieso nicht? Was soll's? Kostet das Infamy? Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir sind die Guten. Wir haben eine Infamy von minus 5. Preußen hingegen hat eine Infamy von minus 30. Deswegen würde ihnen keiner helfen wollen. Ja, okay, probieren wir das mal aus, was soll's. Ich bin zwar kein großer Fan, mit Österreich Deutschland zu gründen, aber in Wirklichkeit. Kostet mich das überhaupt keine Infamie? Ich hätte das nämlich auch machen können, indem ich Preußen zur Puppet mache, dann kriege ich diese 6 Staaten nämlich dazu und dann hätte ich Deutschland auch gründen können. Das ist auch. Roms. So, jetzt machen wir mal als erstes ein Mobilisieren. Dann werden wir unsere Finanzen ein bisschen ändern, nämlich so rauf und das Fulewäscht. Wir wollen schließlich, dass die Armed Forces uns mögen. Dann. Ja, mit Italien sollte es ja jetzt keine Probleme geben, weil da gab es erst vor kurzem und bei der Sizilien hat einer auf den Deckel gekriegt. Und alles ist gut. So, wer ist auf unserer Seite? Oh mein Gott. Auf unserer Seite sind all diese Typen. Das sind wirklich viele. Frankreich, Russland und Großbritannien würden sich zu unserer Seite bekennen. Auch die Niederlande könnten wir überreden, zu uns bei uns mitzumachen. Finde ich gut. Mhm. So, an dieser Grenze die 25 Typen sind sehr offensiv, die bleiben auch gleich an dieser Grenze. Da haben wir 57 eher defensive Typen, die werden an dieser Grenze verteidigen. So, alle anderen verteilen wir auf die anderen Grenzen und lassen angreifen. Hier zum Beispiel. Und du greifst
Genau. Und du greifst zum Beispiel hier an. Und du bist der Italiener, gell? Der in Italien stationiert ist. Greifst zum Beispiel hier an, wieso nicht? Und du greifst zum Beispiel hier an. Und wer bist du? Wo kommst du her? Dalmatien. Du greifst zum Beispiel. Da geht schon einer hin, da geht auch schon einer hin. Ja, da greifst du an. Passt. Wir verteilen unser Heer über ganz Europa. So, und jetzt warten wir mal, was passiert. Im Normalfall müssten wir diesen Krieg locker gewinnen. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert, wenn wir diesen Krieg gewinnen. Also schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, ob die Preußen auch jemanden überreden können, auf ihrer Seite einzusteigen. Also Mecklenburg schaut so aus, könnten sie ihnen helfen, aber ansonsten schaut es eher schwach, mager aus für sie. Bin nicht sicher, wen ich an meiner Seite haben will. Frankreich vielleicht besser als Russland. So, schauen wir mal. Was wollt ihr? Offer Treaty Port. Liberate Country. Wir könnten ihnen einfach auch eine Obligation geben. Was für ein Country möchtest du liberated haben? Danzig. Pommern will ich Ihnen nicht geben. Also nicht befreien, so. Ich frage mich gerade. Ich bin mir nicht sicher, was kann ich mit einer Obligation machen, frage ich mich gerade. Versuchen wir es mal. Mod Shelf. Haben sie abgesagt, also nicht zugesagt, so. Ach so, nein. Ich nehme mal an, we are already attempting to sway another country. Okay, gut. Das heißt, sie überlegen sich's jetzt, und während sie sich's überlegen, kann ich wahrscheinlich niemand anderen versuchen. Ja. Sie wollen auch liberate country. Den könnte ich wirklich Danzig anbieten, Liberation. Wieso nicht? Focus on Firepower. Austria gets 3K Progress on Technology Hand-Cranked Machine Guns oder Focus on Precision. Das hatten wir schon mal, genau das gleiche. Ja, mehr. Mehr
Technologieboost ist besser, oder? Ist das zweite Mal schon? Ja, das ist Produktion, genau. Es verbessert unsere Produktion, wenn wir das machen. Ich glaube, wir sind technologisch weit genug, dass wir sie trotzdem fertig machen. Ah, schau, Frankreich ist schon dabei. Finde ich gut. Und Skandinavien hat bei ihm mitgemacht. Finde ich auch gut. Ja, gut, wenn Russland auf unserer Seite ist, dann. Puppet Holstein, schau dir das an. Ist Holstein nicht schon ein Puppet von ihnen? Yep. Russland ist auch dabei. Finde ich gut. Die Briten werden sich nicht einmischen und die sind mir auch wohl in diesem Krieg. Selbst wenn sie auf der preußischen Seite angreifen würden, wären sie mir egal. Wir könnten noch einen Wall considering Skandinavien reinhauen. Andererseits, ich will mit Skandinavien gar nicht Krieg führen, das ist so elend da oben. Wir werden jetzt einfach die Preußen auseinandernehmen und passt. Und ich glaube, sie werden nicht nachgeben. Ich meine, wir könnten rein theoretisch noch zum Beispiel die Niederlande auf unsere Seite holen. Wäre zum Beispiel auch eine interessante Sache. Ja, aber da wollen die wohl in Middle Country. Irgendwas Sinnvolleres wäre natürlich gut. Oder Spanien. Was brauchen wir Spanien? Die Niederlande sind natürlich die einzigen, die wirklich hilfreich wären in dem Konflikt. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich würde jetzt mal behaupten, dass wir diesen Krieg gewinnen werden. Es gibt genau eine Grenze, wo die Preußen stärker sind als wir. Also eine Front, so. Und ein paar von den Kleinstaaten halten sich nobel zurück. Schauen wir mal, was passiert. Ich habe nämlich, wie schon gesagt, keinen blassen Schimmer, was passiert, wenn wir diesen Krieg gewinnen. Ob wir dann Deutschland sind, no Ahnung. War with Prussia has broken out to arms. Na, schauen wir mal, was passiert. Schlachten an allen Fronten. Viele, viele Schlachten. Ach, 30 zu 8 ohne Gegner. So. 17 zu 18 ohne gegnerischen General. Sie haben keine Chance, diese Schlacht zu gewinnen. Wir haben viel mehr Generäle als sie. Da auch. Du greif an und zwar hier. Ah, das ist der Dings, das ist der Ägypter. Ja, im Großen und Ganzen überrennen wir die Russen gar nicht fragen müssen. Wir hätten es auch so geschafft.
selbst auf Frankreich hätten wir wahrscheinlich verzichten können. Ich meine, es ist einfacher so, aber. Das ist ein grausames Spektakel. Das einstmals so mächtige Preußen und unseren erdrückenden Angriffen zerstört. So, wo haben wir noch? Niemanden. Es gibt keine Fronten mehr, wo wir gescheit angreifen können. Ja, die Skandinavier. Urorg. Aber gut, ich meine im Endeffekt. Wieso können wir nicht unter, achso, wir sind ja auf minus 21, ich bin so doof. Ich bin noch immer auf 0. Vielleicht sollten wir in Skandinavien auch anlanden, damit das schneller vorbei ist. Wobei, ich glaube, wenn die Preußen kapitulieren, ist es so oder so vorbei. Ah, wobei nein. Die wollen Puppet Holstein. Heißt, was wir nicht machen werden, ist hier hinten anlanden. Du könntest du vielleicht eine Naval Invasion in Svealand machen mit dem Duke Albrecht und du könntest du vielleicht einen Raid-Konvoi machen? Hier oben. So, du gehst mal daher, einfach weil du es kannst. Und wenn ich noch ein wenig okay. Okay, was ist jetzt passiert? Wieso sind wir nicht Deutschland? Okay. German Leadership. Check. Was kann das? Forces Prussia to renounce their ambitions to unify Germany. Okay. Das heißt, in Wirklichkeit okay, du. Was mit da oben? Können wir da oben keine Truppen stationieren? Es gibt keine Front. Wieso gibt es hier keine Front? Ist denn Russland hier nicht im Krieg? Russland müsste doch auf dieser Seite dabei sein, oder? Wieso haben die keine Front mit Skandinavien? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier eine Landverbindung gibt. Aha. Land ist nicht dabei und vielleicht gibt es hier wirklich keine Landverbindung. Impossible, ja. Das ist natürlich mies, aber was soll's. Da kann man jetzt auch nichts machen.
Warriors. Schauen wir mal so an. Floating Harbor unlocked. Finde ich gut. Weil dann können wir nämlich die Häfen noch einmal größer machen. Weil wir haben ein echtes Problem mit den wo sind die Häfen da? Convoys. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir hier jetzt anlanden. Uff, die immer war eine starke Flotte. Große Flotte auf jeden Fall. Aber scheinbar gewinnen wir zumindest diese Schlacht. Zumindest so aus. Vielleicht müssen wir dann eher da anlanden. In Jütland. Wir verlieren unser Interesse. Indochina, na gut. Ha, die Franzosen landen auch an. Uff. Okay. Das mit dem Anlanden hier wird vielleicht nichts werden. Die sind stark verteidigt hier. Wie schon gesagt, vielleicht sollte man da anlanden. Vielleicht sollte man das die Franzosen machen lassen. Ah, die machen das echt. Sind zwar schwächer als wir im Angriff, aber sie sind mehr im Angriff als wir. Beziehungsweise wir haben halt Pech gehabt ein bisschen mit der Anlandung. Okay, an dieser Stelle, meine Herrschaften, werden wir Schluss machen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schauen wir mal, wie lange brauchen wir schon. Ja, eh schon fast 40 Minuten. Also, wie schon gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns mal wieder. Bis dann. Tschüss.